Der Kanzler. Er legt nochmal nach. Olaf Scholz findet nämlich die Regierungsarbeit im Bündnis von SPD, Grünen und FDP mühselig. Schon die Bildung der Ampelkoalition sei anstrengend gewesen, sagte der SPD-Politiker in Sat.1. Aber jetzt komme es auf die Ergebnisse an. Der 66-Jährige kritisierte vor allem, dass wenn die Ampel Entscheidungen treffe, müsse sofort befürchtet werden, Zitat, dass irgendwie der Pulverdampf vom Schlachtfeld gewissermaßen verdeckt wird, was da real passiert ist. Das beeinträchtige die tatsächliche Leistungsbilanz der Bundesregierung, so Scholz. Angesprochen auf die Äußerung des Grünen-Chefs Aun Nuripur, die Ampelkoalition sei eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel, entgegnete der Kanzler trocken. Jede Regierung ist die Regierung vor der nächsten und manchmal ist es die gleiche. Ähnlich äußerte sich übrigens auch der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck bei einem Bürgerdialog.